So, liebe Leute, und damit willkommen zurück zu Dark Forces. Beim letzten Mal haben wir den Moff Gwen, glaube ich, hieß er, befreit. Und jetzt wollen wir halt in die Forschungsstation und uns da mal umgucken. Moff Rebus hat den Prototyp der Waffen für die Dark Trooper entworfen. Während des Verhörs hat er nicht viel preisgegeben, doch ihm entschlüpfte Folgendes. Ihr hättet die Resultate unserer Tests auf Fest sehen sollen. Meine Waffe wird eine ganze Menge Löcher in eure Rebellenabschaum brennen. Sehr nett von ihm. Kriegsmarine hat die Existenz einer imperialen Waffenforschungsstation auf Fest bestätigt. Diese beschäftigt sich mit der Erforschung von neuen Legierungen. Welche Metalle sie benutzen, wird uns sicher Hinweise über die Dark Trooper liefern. Na komm. Ich werde dich auf einem alten Landeplatz weit außerhalb der Basis absetzen. Dieser Ort ist von steinigen Klippen umgeben. Du musst gut aufpassen. Ein falscher Schritt und du stürzt ab. Die Basis selbst ist tief in Fels gebaut. Ein bewachtes Eingangstor schützt sie vor starken Angriffen. Suche nach anderen Eingängen, die vielleicht leichter zu betreten sind. Wenn du deinen Auftrag ausgeführt hast, werde ich dich am Landeplatz wieder aufnehmen. Andernfalls bist du auf dich alleine gestellt. Dringe in die Basis ein und erbeute ein paar Proben des Metalls, das sie zum Testen verwenden. Ich kehre zum Landeplatz zurück. Na dann, lasst uns mal gucken. Dumm, 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 dumm. Okay. Da sollte ich jetzt wahrscheinlich nicht drunter fallen. Oh weia, da sind gleich wieder welche. Okay, gut. Okay, ich muss jetzt erstmal hier echt mit der Munition aufpassen. Weil ich habe verdammt wenig. Oh toll, jetzt muss ich da extra rüberhüpfen, ne? Na komm. Warum komme ich da nicht hoch? Komme ich da durch? Nee, auch nicht. Ey, da war Thermaldetonatoren. Gut. Echt aufpassen. Ich glaube, hier war konnte ich auch noch runter. Wow, 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 wow. Hier laufe ich erstmal schnell durch. Imperiale Gesetze. Geben Sie sofort auf. Ich gebe nicht auf. Okay, mit Shift zu laufen ist auch nicht gerade die beste Idee, die ich hier hatte. Stop. Wo? Okay, den habe ich erledigt. Es ist hier echt nicht gerade ohne. Stirb. Der sieht mich nicht. Wow, 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 wow. Das ist hier wirklich echt. Okay, komme ich hier wieder hoch? Ach, puh. Ne, da komme ich nicht hoch. Schön. Das Schöne ist, hier gibt es noch nicht so was wie Fallschaden. Das ist ganz vorteilhaft. Jetzt müssen wir hier versuchen, in diese Basis reinzukommen. Okay, wir rennen einfach außen drum. Wie soll ich denn da hochkommen? Okay, jetzt wird langsam eng mit der Munition. Hier geht's hoch. Okay. Und hier geht es rein. Dann komme ich wahrscheinlich hier auch hoch. Ich wollte runter. Ah, okay, es gibt hier nur ein Leben. Leben ist auch in Ordnung, kann ich mit leben. Ja. Kommen wir jetzt eine Etage tiefer.
nicht befugt, mich hier aufzuhalten und wie ich das bin. Ah, cool. Hier komme ich hin. Wunderbar. Da habe ich das jetzt runtergelassen. So. Gut, da passiert mir jetzt erstmal nichts mehr. Einfach erstmal alles hier wegballern. Wo? Wo ist es? Okay, also jetzt stehen wir hier wieder an dieser Entscheidung. Wir haben da eine Tür. Wo schießt der? Da oben. Okay, da mache ich mir jetzt gar keine Sorgen. Aber wie kommen wir jetzt hier rein? Wie geht es hier weiter? Hier muss also irgendwo noch einen zweiten Gang geben. Und den sehe ich jetzt gerade nicht. Passiert, wenn ich das wieder hochdrücke. Geht gar nicht, ne? Nee. Okay, damit hat das schon mal nichts zu tun. Hier ist auch nichts. Dass ich jetzt irgendwo hier sagen könnte, hier ist ein Schalter zum Beispiel oder so. Nee, auch nicht, ne? Nö. Hm. Auch nicht. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen komisch. Irgendwas übersehe ich hier ganz Wichtiges. Wahrscheinlich sehe ich hier irgendeinen Weg. Hier geht es wahrscheinlich nach oben und... Ah ne, Moment, das ist hier der Weg. Nee, hier war ich ja schon. Es muss hier irgendwie weitergehen. Das ist hier irgendwo der Weg, aber ich finde ihn jetzt nicht. So, wenn wir jetzt hier lang gehen... Kann aber nicht sein, dass ich den da oben töten muss. Okay, irgendwas übersehe ich hier. Ich sehe hier irgendwas ganz drastisch. Hier ist aber auch nichts weiter. Das kann ich auch nicht benutzen. Wo sind nur meine Jedi-Fähigkeiten, wenn ich sie brauche? So, hier ist nichts weiter. Wenn ich jetzt hier runtergehe... Komme ich hier hin? Ist das auch kein Zwischenweg oder so? Nee. Okay, einen Sprung schaffe ich auch nicht. Das heißt also, hier muss es irgendwo sein. Okay. Hm. Was vergesse ich? Oder beziehungsweise, was übersehe ich? Also, hier waren wir hergekommen. Moment, hier kann ich hoch. Aha. Aha, guck hier an. Da findet man doch noch was. Okay, jetzt, jetzt stelle ich mir die Frage. Geronimo. Einfach hier reinspringen. Ich sehe zwar nichts, aber egal. Ah, so. Jetzt muss ich immer einzeln schießen, oder was? Ist schön, dass man hier keine Flashlight hat. Okay. Was auch immer hier ist. Ich muss... Ey, Alter, Leute, ich sehe hier gar nichts.
Alter! Wo ist er hin? Ich habe gleich kein Licht mehr. Okay, dumme Idee. So, hier komme ich auch nirgendwo hoch. Also wenn jetzt hier nicht irgendwo bald Licht ist. So. Okay. Okay, gehen wir hier lang. Oh, da ist Licht. Ernsthaft? Ich hab's geschafft. Boah. Mach ihn fertig. Ich brauche erstmal Munition. Oh, da oben. Da muss ich erstmal hinkommen. Alter! Nein! No way! I've died a little bit. Okay. Gut. Also. Wir wissen, hier geht's irgendwo links lang oder rechts lang. Das ist hier. Ich verzichte jetzt da auf diese eine Begegnung. Ich starte genau an der Stelle wieder neu. Versteck mich diesmal vor diesen Lasertürmen. Ich hoffe, dass es da jetzt Licht gibt. Okay. Da kommen wir jetzt jedenfalls schon mal nicht lang. Gibt's nicht. Boah, ich hab's geschafft. Oh. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Okay. Okay. Ohne Munition. Nur mit einem Thermaldetonator. Hui. Nur mit Bomben. Ey. Nein. Schon wieder gestorben. Das gibt's nicht. Oh Mann. Okay, hier habe ich jetzt hier fast wieder Munition. Und hier ein bisschen Energie. So, und wo schießt es jetzt? Hey du, bleib wo du bist. Okay. Ich muss jetzt echt vorsichtig hier mit der Munition umgehen. Oh. Rüstung. So. Zeig da. Na komm her. Okay. Munition, Munition, Munition. Das ist gut, das ist gut. Aber jetzt wollte ich erstmal gucken, was es da mit dem hier auf sich hat. Boah, das war jetzt sehr schnell. Okay. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin, aber... Okay. Weiß jemand, wie ich das aufkriege? Nee, ne? Nee, warum auch? Hier gibt es ja auch keine Hinweise diesmal. Dreieck. Dreieck. Dreieck? Nein.
3, 3, 3. Nein, das. Okay, gut, so kommen wir jetzt gerade erstmal nicht weiter. Das heißt, also ich muss jetzt erstmal doch hier lang. In der Hoffnung, hier irgendwas Entsprechendes zu finden. Okay. Ja, Blaster auf hat sich erledigt, ne? Aber irgendwas muss ich hier doch finden, oh. Oh, eine neue Waffe. Das ist cool. Wir hätten da jetzt schon wieder geschossen. Egal. Ich habe den Geheimgang gefunden. Das war's wert. Und ich habe irgendwie eine neue Waffe. Wow. Okay. Das ist angenehm. Aber hier ist nichts weiter. Ich renne jetzt hier gerade so ein bisschen irgendwie planlos durch die Gegend. So. Okay, gut, dann gehe ich jetzt mal hier hoch. Okay. Hat funktioniert. Ich habe es zwar eigentlich nicht getroffen, aber passt. Dich habe ich auch getroffen. Gehe ich jetzt da hoch oder gehe ich jetzt hier? Okay, ich gehe da hoch. Ist ja wohl eindeutig klar. Also dieses Level ist echt mal ein bisschen verwirrend. Und tschüss. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist echt hier anstrengend, oh Leute. Das sage ich euch. Sieht nicht gerade sehr einladend aus. Was schießt denn da auf mich? Wenn ich das hier voll nicht sehe. Hm. Okay, egal. Ich habe da, glaube ich, alles, was ich brauche. Gucke ich nochmal in eine andere Richtung. Nein, ist auch nichts. Gehen wir jetzt einfach mal hier rein und hier hoch. Und einmal hier durchballern. Oh, ein richtiger Thermaldetonator. Mm. Ich glaube, jetzt habe ich da unten die Tür geöffnet. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, jetzt habe ich da unten die Tür geöffnet. Das ist schon mal gut. Jetzt, hier lang. Ich glaube, das ist sogar die Tür, die ich hier gesehen hatte. Ja. Und jetzt. Nein! Oh, du Bastard! Okay, die Tür ist offen. Boah, jetzt schießt er auch schon auf mich. Ach komm. Runter. Da muss ich aber, glaube ich, dann nicht lang. Ich muss, glaube ich, dann wirklich hier lang. Das Problem ist nur, genau das zu finden, was ich suche, nämlich dieses Passwort. Das war dann hier. Hier waren wir schon, aber hier gibt es nochmal eine Energiezelle. Das ist auch gut. So. Okay. Wow. Okay. Energiezelle. Aber immer noch nicht das, was wir suchen. Wir suchen ja dieses Passwort. Hm.
hier komme ich jetzt wohin? Ah, ne, hier komme ich ja her. Nein, nein. Nein, na, oh Mann. Nochmal hier hin. So. Und rüber. Rüber, 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 rüber. Hier hoch. Hier lang. Hier lang. Wo bin ich jetzt falsch abgebogen? Ah, hier. So, dann hier. Da war ich. Hier müsste gleich das mit dem Passwort kommen. Naja. Nur mit dem Passwort komme ich hier lang. Super. Weiß jemand von euch das Passwort? Na. Ich kann jetzt hier stundenlang ausprobieren. Irgendwas Wichtiges übersehe ich mal wieder. Kai Katan, was hast du nur falsch gemacht? Wenn ich hier lang gehe, war das hier der Bereich. Einmal hier runter, wo nichts weiter war. Ne, gar nichts. Außer eine Sackgasse. Hier ist der Bereich, wo wir zwar was gefunden hatten, aber nicht das, was wir brauchten. Hier war nur dieser geheime Gang. Oder sehe ich irgendwas hier? Ne, hier ist nichts. Das ist der Gang. Ist hier irgendwas niedergeschrieben? Also ich glaube jetzt nicht, dass sie das damals so stark hatten, aber... Also hier bin ich auch falsch. Das heißt, also ich muss den anderen Weg gehen, wo ich vorhin beinahe gestorben wäre. Das ist nämlich der hier. Aber die Frage ist, was übersehe ich? Es ist genau hier diese Stelle. Und da ist jetzt hier genau dieses gegnerische Ding. So, und dann bin ich jetzt hier. Was übersehe ich hier? Ich übersehe hier doch gar nichts, oder? Ja, dann bin ich wieder hier an diesem Punkt angekommen. Und drehe mich so gesehen hier im Kreis. Das ist also meine Rückversicherung. So, da geht es den Weg nach oben. Wartet mal. Ist hier oben irgendwas dran? Nee. Muss es doch hier irgendwas sein. Da kann ich nichts dran klicken. Da auch nicht. Hier kann ich nur hoch. So, und hier war nichts außer der Schalter. Hier war nichts außer ein Thermaldetonator. Warte mal, kann ich den eigentlich in die Hand nehmen? Nee, kann ich nicht. Ich glaube nur den normalen. Na komm, gehen wir erstmal wieder darauf ein. Also irgendwas Wichtiges übersehe ich. So. Nee. Wenn ich jetzt hier... Dann bin ich wieder genau hier.
Und hier habe ich aber auch keine Hinweise, so von wegen, dass das richtig ist. So, drücken wir mal hier so ein bisschen rum. Nein. Ich muss den Geheimcode knacken. Ja, ich bin halt so ein Hacker, ne? Das gibt's nicht. Okay, ich mache jetzt hier an dieser Stelle mal einen kleinen Schnitt. So, liebe Leute, und da bin ich wieder. Und ja, ihr seht hier drei CD, wie man das auch immer nennen möchte. Ich musste wirklich echt lange jetzt rätseln. Und weiter geht es jetzt im Schnelldurchlauf, hoffe ich. Und das war, wie gesagt, auch so nicht geplant. Oh, verdammt. Wie soll ich da rüberkommen? Ihr seid ja lustig. So, und ich halte auch gleich noch rum. Keine Ahnung. Also wie ich da jetzt rüberkomme, ist mir jetzt auch schon wieder ein Rätsel, aber das werden wir bestimmt herausfinden. Bloß bei dem Passwort, ich weiß echt nicht. Also ich muss jetzt wirklich lange rumprobieren. Komme ich auch schon wieder nicht hoch. Hallo. Werde ich dann auch nicht probieren. Boah, verdammt. Oh nee, ne? Energie, zwei Leben, na super. Aber klar, dass da auch wieder nichts geht. 20 Leben, 0 Energie. Und da sind dann diese scheiß Türme. Verdammt. Ist der Turm jetzt da oben ausgeschalten? Ja. Da, 4 Energie, Leute. 4 Energie. Leck mich am Hintern. Ah! Gut, das hat er sich gerade erledigt. So. Schnell hoch. So, jetzt aber hier echt mal ein bisschen Vorsicht walten lassen. Oh, toll. So knapp vor Energie gewesen. Okay. Ah. Komm, einen weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob es das war. Ich muss jetzt echt mal gucken gehen. So, gucken wir erstmal hier. Nein, einmal weiter. Gut. Also, jetzt heißt es hier, das Rätsellösung knacken. Das heißt, den da so lange weiterzuschieben, bis er da ist. Dann geht auch die Tür auf. Und dann kann man jetzt hier einmal rüber. Und den Schalter drücken. Ich weiß zwar nicht, wofür der Schalter war, aber es klingt schon mal gut. So, dann wieder einmal weiter nach oben. Eine Etage tiefer. Und dann geht er jetzt, glaube ich, auf die andere Seite, ne? Ja. Gut. Also wieder zurück. Den ganzen Weg. Der müsste sein. Weil, nur mich zu ärgern. Nein, es ist doch noch ein höher. Verdammt.
So viel dazu, mich ärgern. Ich habe mich gerade selber geärgert. Okay. Dann wieder ein nach oben. Kalkatan. Erstmal eine Etage tiefer. Und ein weiter. Ja, genau. Und jetzt laufen wir wieder nach unten, weil wir das ja so gerne machen. Damals war es echt noch, da hat man nicht so drauf geachtet, so von wegen, oh, da geht so viel Zeit drauf. Ein Level muss so und so lange dauern und es muss auch noch, ne? Gut, jetzt habe ich eigentlich alles gemacht. Was kommt als nächstes? Komisch. Ja, also die Karte kann man übrigens mit Tab öffnen. Ah. Okay. Gut, jetzt weiß ich, wie das zu tun ist. Jetzt muss ich hier nämlich den wieder nach ganz oben. Und ich renne da einmal im Kreis, ey. Dann einmal komplett drehen. Und dann werdet ihr sehen. Ich habe ein interessantes Metall gefunden. Ich glaube, dass uns das weiterbringen wird. Krieg Metallprobe. Okay, gut. Also wir sind jetzt hier irgendwo runter. Ah. Hier sind wir und jetzt muss ich hier rausfinden. Das ist jetzt wirklich wichtig. Ich glaube, hier musste ich lang. Gehen wir hier lang, hier lang, hier lang. Ja, ich glaube, hier waren wir richtig. Hier die Abkürzung. Hier rum. Muss ich wieder zurück zum Landeplatz. Und das finde ich wird jetzt die schwerste Aufgabe von allen. Weil man kann so schlecht nach unten gucken. Also ich muss dann jedes Mal komplett von der Tastatur einmal umgreifen. Und das ist echt ein bisschen nervend. Aber doch, 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 es geht. So, 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 ja. Gehe ich hier ganz normal rüber. Gehe hier hin. Hier habe ich ein paar Imperiale vorhin getötet. Das ist auch gut. Ah, da ist mein Raumschiff. Gut, und wenn euch das Spaß gemacht hat, lasst einen Daumen da nach oben, ne? Versteht sich ja. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.